Guten Morgen. Mein Name ist Cornelius Kölbl und ich habe das wahnsinnig spannende Vergnügen, euch an diesem frühen Sonntagmorgen irgendwie nicht wieder ins Land der Träume irgendwie zurückfallen zu lassen. Irgendwie ist es. Und da, ich meine, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wie mache ich das am Geschick? Bring eine Kaffeemaschine mit. Ich habe also eine Kaffeemaschine mitgebracht. Hier, ein paar Zeugen haben gesehen, Kaffee ist schon drin. So, habe ich mir gedacht, die Leute, die halt irgendwie dem Vortrag gut folgen können und total fit sind und alles wissen, das ist easy, super Zuhörer, aber vielleicht gibt es ja auch bei euch irgendwie Zuhörer, die einfach ein bisschen schwer haben, manche Sachen nicht so auf die Reihe kriegen. Und da habe ich mir gedacht, okay, jeder, der auf irgendeine Frage, die ich sag mal habe, eine falsche Antwort gibt, kriegt einen Kaffee. So, mit dem Ziel irgendwie, irgendwie ein bisschen wacher und fitter zu sein, und dann wird das auch schon mit den Antworten. Oder vielleicht auch andere, also keine Ahnung. So, das Maschinchen läuft jetzt also. Gut, ich habe hier diesen Vortrag irgendwie alles meins genannt. Vielleicht war der Titel ein bisschen kurz, früher habe ich längere Titel gemacht. Zu lange Titel, jetzt ist der Titel zu kurz. Alles meins im Untertitel, es geht hier darum, um Zugänge irgendwie, Anmeldeverfahren irgendwie abzusichern, aber trotzdem dabei Augenmerk darauf zu legen, dass halt wirklich alles unter meiner Kontrolle bleibt. Und deswegen habe ich mir erstmal gedacht, okay, rede ich mal ein bisschen über Kontrolle. So, Kontrolle ist ja eine tolle Sache. Ich habe hier ein Foto. Ich habe auch schlechtes Timing. Wer weiß, was das ist? Cockpit? Ja, Space Shuttle war schon richtig. Und wer weiß, welches es ist? Ihr könnt auch eine falsche Antwort geben. Kriegt dann Kaffee. Ja, falsch. Kaffee. Kaffee ist noch nicht ganz durch. Ach, schlage ich vor, gehst du einfach vor und holst dir einen, ja? Oder so. So. Also das habe ich gelernt, ist die Endeavour irgendwie. Das, ich habe keine Ahnung. War das die letzte Space Shuttle? Auf jeden Fall, man sieht, wenn man sich da hier so hinsetzt, Kontrolle, boah, ich weiß nicht, also es ist, das ist ja noch schlimmer als hier so ein Beamer-System, ja. Also, da ist nichts mit Kontrolle, naja. Was brauche ich also, wenn ich irgendwie Dinge unter meiner Kontrolle haben will? Also, am besten kein Space Shuttle Cockpit, sondern wenn ich jetzt also mal so in Computerbereiche hingehe, so frage ich mich, wie sieht es da mit der Kontrolle aus? Habe ich mal so einen Status quo betrachtet, wie das so ist, wie da heutzutage meine Kontrolle aussieht. Ja, okay, Cloud. Okay, wir kriegen also unsere Daten geklaut. Wir haben also unsere Daten irgendwo oder unsere Systeme in der Cloud liegen, auch im Enterprise-Umfeld ist es immer irgendwo beliebter, irgendwo seine Systeme hosten zu lassen. Ja, da war einer schneller als ich. Gut. Und hosten zu lassen. Wir haben ja quasi aus diesen ganzen Unternehmen, die mit den drei Buchstaben irgendwie da abgekürzt sind, halt auch gelernt, dass irgendwie unsere Daten uns abhanden kommen, irgendwie, die wir vielleicht schon vorher auf irgendwelche fremde Server gelegt haben. Hier geht es ein bisschen um Anmeldeverfahren. Bei Anmeldeverfahren, wer hat zum Beispiel, jetzt greife ich ein bisschen vor, wer hat schon mal was mit zwei Faktoren gemacht? Vorsichtig, dass ihr keine falsche Antwort gebt. Also ich nehme, wer hat noch nichts mit zwei Faktoren gemacht? Okay, gut. Waren jetzt nicht so viel, irgendwie 4, 5 oder so. Im Endeffekt geht es dabei immer irgendwo, dass ich kryptografisches Schlüsselmaterial habe. Dieses kryptografische Schlüsselmaterial muss halt irgendwann mal erzeugt werden. Und das ist halt auch die Frage, okay, wie habe ich dieses kryptografische Schlüsselmaterial unter meiner Kontrolle? So, Stand heute eigentlich auch nicht. Also da gibt es auch so ein anderes Unternehmen, was auch drei Buchstaben im Namen führt irgendwie und was halt vor einigen Jahren so ein bisschen Probleme hatte mit seinem kryptografischen Schlüsselmaterial, woraufhin sie halt viele, viele Hardwaregeräte austauschen mussten. Genau, die verwenden zum Beispiel auch proprietäre Algorithmen. Ja, also
es gibt proprietäre Algorithmen in dem Bereich, die habe ich auch nicht unter Kontrolle, weil ich nicht weiß, ja, wie wird denn da jetzt eigentlich gerechnet? Keine Ahnung. Ja? Ich habe unbekannte Workflows. Wie funktioniert die Software? Ich weiß es nicht. Closed Source, ja? Also ich kann den Source Code nicht sehen. Und dann habe ich ein Problem. Ich habe eine Steckdose. Dann habe ich das Problem. Doch, hier unten ist noch eine. Dann habe ich das Problem, ich habe alte und verkrustete Software. Ich bereite da mal was vor. Der Kaffee ist noch nicht fertig. Und um das mal kurz zu demonstrieren, wie das mit dieser Software ist, habe ich ein Ei mitgebracht. So. Soweit schon Fragen irgendwie? Okay. Ich habe hier noch eine Steckdose gefunden. Das ist jetzt auch nicht zu spannend. Das Ei wird nur mal schnell gekocht. So. Obwohl, ich weiß nicht, ob es schnell ist. Also vielleicht dauert es noch eine Weile. Gell? So. Ich habe alte, verkrustete, monolithische Software, die, keine Ahnung, träge ist und so weiter. So, was heißt das für meine Kontrolle? Also, wie sieht es aus? So, Status quo. So, schlecht, gell? Ich würde jetzt sagen, Kontrollverlust, so. Also wenn ich mich dem quasi, was da irgendwie so produziert und propagiert wird, irgendwie hingehe, erleide ich hier den kompletten Kontrollverlust irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wo mein Computer steht, ich weiß nicht, wo meine Daten liegen, ich weiß nicht, wie irgendwie mein Anmeldeverfahren funktioniert, ich weiß gar nichts. Ja? Ich muss einfach darauf vertrauen, dass irgendwie alles funktioniert. So, wie will man es eigentlich haben? Eigentlich will man es haben, dass alles meins ist. Ja? Ich will eigentlich alles unter Kontrolle haben. Das heißt, eigentlich will ich einen eigenen Computer haben. Ja? Meine Software und meine Systeme sollen auf meinem eigenen Rechner liegen. Wenigstens will ich wissen, wo die stehen, wo die laufen, in welchem Rechenzentrum. Meine Daten sollen da liegen. Ja? Ich will meine Daten irgendwo schützen können. Und wenn ich wieder an die Authentisierung denke, ich will eigentlich mein Schlüsselmaterial selber erzeugen. Ja? Das Absurde daran ist, wer hat hier einen neuen Personalausweis? Okay, ja, zum Glück nicht so viele. Ich gehe jetzt davon, hat irgendjemand gelogen? Habt ihr, die euch gemeldet habt, keinen neuen Personalausweis? Dann kriegt ihr einen Kaffee. Guckt nochmal in die Tasche, ob das... Also ein neuer Personalausweis ist ja prinzipiell ganz nett. Ihr wisst ja, da kriegt man auch irgendwie so, kann man sich auch so Zertifikate draufbauen lassen. Ja, nicken. Problem ist hier natürlich auch, ja, vermeintlich total sicher. Wer weiß nicht, wie eine Smartcard funktioniert? Okay, kurz gesagt, Smartcard irgendwie, das Entscheidende ist, da ist ein privater Schlüssel drauf und der private Schlüssel verlässt also diese Smartcard nicht. Und alle kryptografischen Funktionen werden im Prinzip mit dem privaten Schlüssel auf der Smartcard durchgeführt. Das Ergebnis ist, dass die Idee dabei halt ist, dass dieser private Schlüssel einmalig ist und nirgendwo anders auf der Welt existiert. So, aber Problem, neuer Personalausweis. Also wenn ich jetzt so ein bisschen paranoid bin und Verschwörungstheoretiker, kann ich natürlich sagen, ja, ich kriege den natürlich irgendwie hier so geliefert ins Einwohnermeldeamt und ich weiß nicht, wie das Schlüsselmaterial darauf gekommen ist. Das heißt, ich weiß nicht, ob mein privater Schlüssel auf meinem neuen Personalausweis oder auf meiner, ich kann ja nicht nur auf den rumstellen, auf meiner DATEV-Karte oder wo auch immer, ob der einmalig ist oder ob die den außerhalb der Smartcard erzeugt haben und importiert haben. Also das ist irgendwo so dieses Problem mit diesem ganzen Schlüsselmaterial-Geraffel. Prinzipiell ist der Kaffee jetzt fertig, aber du hast hier irgendwie fremd eingeholt. Frage. Das ist ja noch schlimmer. Okay. Gut. Weiß ich das? Weiß man das? Also wahrscheinlich hört man das jetzt nicht. Entschuldigung. Es wurde gerade angemerkt, dass man im neuen Personalausweis weiß, dass der Schlüssel extern erzeugt wird und dann also irgendwo eine Kopie existiert. Ja, dann. Naja. Ich glaube, da machen wir ein ganz anderes Fass auf, da können wir uns noch lange irgendwie über diese Geschichten unterhalten. Aber also ich meine,
Ich sehe, ihr habt im Prinzip das Problem da irgendwie schon irgendwie komplett verinnerlicht. Ja, auf meinem Wunschzettel für alles meins und für meine Selbstbestimmung steht halt auch, dass ich offene Algorithmen verwenden will, dass ich wissen möchte, wie die Software funktioniert. Das heißt, ich brauche offene, gut dokumentierte Workflows, ich brauche irgendwelche APIs. Im Idealfall sollte das Ding Open Source sein, also nicht nur, dass ich in die Software reingucken kann, sondern dass ich halt auch noch irgendwo den Quellcode optimieren und anpassen kann. Und dann sollte das schlanke und agile Software sein, die irgendwie beweglich ist, die modifizierbar ist, die ja, schnell ist. Braucht jemand einen Kaffee? Die Eier sind nämlich noch nicht fertig. Wollt ihr euch einen holen oder wollt ihr nicht durchs Bild laufen? Aber ihr habt noch keine Frage falsch beantwortet. Ich habe etwas Personalausweis, habe mich nicht gemeldet. Ah! Stimmt, okay. Sorry. Ah. Gut, danke. So, na gut. So. Meine Seele und ich habe nichts zum Reintun. Ja, ja, schön. Vielen Dank. Okay. So, für die schlanke und agile Software habe ich euch auch was vorbereitet, was allerdings noch nicht ganz fertig ist. Und, aber ich kann das hier schon mal aufbauen. Wer kann denn irgendwo ahnen, was das Gute an schlanker Software ist? Weniger Codezeilen, weniger Bugs. Ja, auch. Stimmt. Noch andere Aspekte? Schnell sortierbar. Ja, schnell. Weniger Sachen mit verstecken. Ja, genau. Also im Prinzip weniger unbeabsichtigt. Also, oh, jetzt habe ich das wieder nicht wiederholt. Man kann weniger drin verstecken, man kann also weniger entweder unbeabsichtigte Bugs haben oder beabsichtigte Bugs. Features, Backdoors, ich kann sie leichter auditieren. Aber im Endeffekt ist so schlanke Software natürlich auch schneller. Anders als mein Eierkocher. Ich hätte natürlich irgendwie die Zeit stoppen können, wie lange der für das Ei braucht. Aber ja. Fragen soweit? Warum ich hier eine Würstchenzange habe? Nee, es gibt keine Wurst mehr. Ich meine, gestern hattet ihr, glaube ich, genug. Ja. Okay, wie dem auch sei, ich komme darauf zurück. ja, also so viel zu der Kontrolle. Alles meins, Zugänge irgendwie absichern mit Privacy ID. Zugänge absichern. Dann komme ich mal erstmal nochmal zu den Zugängen absichern. Wie machen wir das heutzutage oder wie machen wir das bis vor kurzem noch? Wer hat alles ein Passwort? Okay, für den Stream, das haben sich also alle gemeldet. Genau eins. Genau eins, genau ein Passwort, genau. Ja, aber der Trend zum Zweitpasswort nimmt zu, ja? Ich erinnere mich nicht mehr an mein Passwort. Ja, das ist okay. Ja, nimm dir einen Kaffee, vielleicht fällt es dir wieder ein. So. Aber wer hat also irgendwie zwei Faktoren irgendwo im Einsatz schon? Wer nicht? Oh, das ist sehr überschaubar. Okay, prinzipiell. Ja, selbst Google macht das und auch eBay hat das schon vor x Jahren gemacht. Also ich sehe, ihr seid eigentlich alle, ich muss da glaube ich nicht so viel erzählen. Prinzipiell wissen wir, aber hier für die anderen Zuhörer, also wenn ich mich natürlich mit einem Passwort irgendwo anmelden möchte, mit meinem Zugang, habe ich natürlich das Problem, dass irgendwo hochqualitative Feldstecher irgendwie preiswert zu bekommen sind und dann natürlich irgendwo mein Passwort irgendwie ausgespäht werden kann. Tatsächlich halt irgendwo durch Gucken, also durch Beobachten, was so eingetippt wird. Wer glaubt, dass das Beobachten der Eingabe eines Passworts ein wirklich großes Problem ist? Eine Meldung da hinten. Ja, wenige. So, ich habe jetzt noch ein Bild. Wer glaubt, dass das Beobachten bei der Eingabe eines Passwortes ein großes Problem ist? Okay, schon ein bisschen mehr. Also die Frage ist, wer hat die Sorgen gemacht?
Wer hat die Schuldigung? Was? Beim ja, das ist natürlich, also im Prinzip, man muss sich natürlich klar machen, irgendwie, wie viel Aufwand will ich betreiben, wenn ich mein Passwort eingebe? Aber ich meine, wenn man uns vor Jahren noch erzählt hat, ja, hier auf der anderen Straßenseite sitzen die Leute mit dem Fernglas und gucken dir da dabei zu. Oder wenn man uns erzählt hat, ja, im ICE, der Mann sitzt hinter dir, ja, da konnte man noch so, so ein bisschen so die Schulter so rausfahren. Oder wenn man einem erzählt bekommen hat, ja, aber hier da drüben, da sitzen sie mit dem Laser, gell, und quasi nehmen die Interferenz von dem Wackeln deines Notebook-Deckels ab und all so Geschichten, ja. Ist ja alles viel zu kompliziert. Aber wenn man sich halt überlegt, dass man im Zweifelsfall ja tatsächlich gar nicht mehr weiß heutzutage, wer einem wo zuguckt, ist natürlich so ein Passwort eigentlich heutzutage ein Allgemeingut. Gut, okay. Ja, also, ich meine, ich habe es ja schon öfter erzählt, gucken wir uns irgendwie zwei Faktoren an. Zwei Faktoren gibt es, wissen wir, es gibt prinzipiell die Faktoren Wissen, halt das, was wir als Passwort benutzen, Besitz und Eigenschaft. Das heißt, Besitz ist irgendwie was ich besitze, also halt diese Smartcard, die wir da erwähnt haben, irgendwie so ein neuer Personalausweis. Eigenschaft ist halt irgendwie diese ominösen biometrischen Eigenschaften, also wenn ich meinen Fingerabdruck da irgendwie über das iPhone ziehe oder so. Und dann ist also die Idee dabei, diese beiden Faktoren oder zwei von diesen drei Faktoren irgendwo zu kombinieren. Ich habe vor einer Weile mal einen Vortrag zu Identitäten gehalten, weil ich es halt ganz interessant finde, sich nochmal zu überlegen, was eigentlich eine Identität ist. Und das Ei wird sehr hart. Das ist aber gut, was eine Identität ist, ja. Und da habe ich im Prinzip darauf hingewiesen, dass wenn ich eine, dass man eigentlich ruhig unterscheiden kann zwischen meinem Computer-Account und einem mir als Menschen. Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich in irgendeinem Angestelltenverhältnis bewege, mache ich da irgendwas und nehme da im Prinzip eine Rolle ein, als wo ich dann mich in einem Account irgendwo anmelde und das halt tätige. Das ist halt dann klar, dass dieses System irgendwie überprüfen möchte, ob der ein Berechtigter davor sitzt, der halt genau diese Rolle in diesem Account einnehmen darf. Die Frage ist halt, ob das System wirklich wissen muss, dass das der Cornelius Kölbel ist. Also ob jeweils das System sicherstellen muss, dass das Cornelius Kölbel ist, oder ob man eigentlich vorher mal sichergestellt hat, ja, das ist der Cornelius, deswegen kriegst du jetzt den Zugang zu diesem Account. Aber das System, was im Prinzip nur dann den Zugang überprüft, muss eigentlich nicht mehr wissen, dass ich Cornelius Kölbel bin. Und der in meinen Augen entscheidende Unterschied entsteht halt dann, wenn ich halt sage, okay, ich nehme halt meinen Fingerabdruck oder, was ich auch immer sehr beeindruckend fand, beim Fraunhofer, diese Gangerkennung. Das heißt, ich habe mein Smartphone in der Hand. Ich habe mein Smartphone in der Hand und laufe hier so rum. Das will jeder. Das ist geiler Scheiß. Ich laufe hier so rum. Und weil die Beschleunigungssensoren halt feststellen, dass es genau der Gang vom Cornelius Kölbel ist, entsperrt er halt das den Bildschirm. Die Frage ist natürlich, ob ich wirklich das System wissen möchte, wie ich irgendwie langlaufe. Gemünzt auf meinen Arbeitgeber ist es meinetwegen die Frage, ob ich möchte, dass mein Arbeitgeber weiß, wie mein Gesicht aussieht, wie meine Netzhaut aussieht, wie meine Finger aussehen. Weil wenn ich natürlich irgendwann mal mein Arbeitsverhältnis beende, ich nicht irgendwie meine Finger beenden kann. Das heißt, im Prinzip bei allen biometrischen Merkmalen habe ich dieses Problem des Widerrufs. Also irgendwie im PKI-Umfeld kann man Zertifikate widerrufen, man kann Anmelde-Credentials für ungültig erklären, ich kann ein Passwort ändern, aber probiert mal euren Gang zu ändern. Das kriegt ihr vielleicht noch hin irgendwie, aber Netzhaut oder so, da wird es schon schwierig. Und insofern muss man sich halt echt fragen, okay, mit welchen Mitteln möchte ich mich irgendwie gegenüber einem System ausweisen? Ist es wirklich notwendig, dass ich da als Mensch identifiziert werde? Oder reicht es eigentlich aus, wenn ich einfach meine Berechtigung an diesem Account identifiziert wird? Und deswegen, hier auch wieder Frage, habe ich Kontrolle über meinen Fingerabdruck? Also eigentlich habe ich in zwei Hinblicken nicht Kontrolle über meinen Fingerabdruck.
Erstens, ich weiß nicht, weil ich alles anfuddel den ganzen Tag. Und ich habe halt nicht die Kontrolle insofern, dass ich den halt ändern kann, dass ich den für ungültig erklären kann. Deswegen betrachte ich jetzt Biometrie mal gerade nicht und sage, Biometrie ist irgendwie doof. Und deswegen betrachte ich lieber Besitzfaktoren. Besitzfaktoren sind nämlich super. Die kann ich jemandem geben. Die kann er mir irgendwann zurückgeben. Die kann ich irgendwann für ungültig erklären. Die kann ich verlieren. Dann ist gut. Und dann kann ich halt sagen, nee, dieser Besitzfaktor, der wird quasi, der ist nicht mehr zugelassen für irgendwie eine Anmeldung an einem System. Es gibt verschiedene Besitzfaktoren. Smartcard hatten wir irgendwie hier. Das sind so OTP-Token. OTP ist ein Begriff. Okay, wunderbar. Das ist ein Smartphone, das kann ich auch irgendwie als Besitz heranziehen und das ist dieser ominöse Personalausweis. Ich unterscheide da gerne diese verschiedenen Besitzfaktoren nach gewissen Kriterien. Und zwar gibt es natürlich harte Besitzfaktoren und weiche Besitzfaktoren in Hard- und in Software. Hardware ist irgendwie das, was man hier auf der rechten Seite findet. Software ist das, was man auf seinem Smartphone findet. Man kann vielleicht prinzipiell natürlich sagen, irgendwie, wenn ich einen Software-Besitzfaktor habe, das heißt, im Prinzip wird der Besitz ja dadurch implementiert, dass ich einen kryptografischen Schlüssel habe, ja, dann liegt der also hier auf meinem Smartphone. Dann kann ich mir halt überlegen, okay, wie viel Vertrauen schenke ich meinem Smartphone, dass dieser private Schlüssel auch wirklich da bleibt. Ich habe hier Hardware, da liegt der Besitzfaktor, der Schlüssel in der Hardware. Ich kann natürlich auch sagen, oh, ich fahre da Seitenkanalangriffe drauf oder wie auch immer, aber ich in meinen blauäugigen Vorstellungen denke mir halt, dass irgendwie ein Angriff auf ein Smartphone, um an den Schlüssel ranzukommen, wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist als auf eine Hardware. Wenn ich irgendwie jetzt auf die Toilette gehe und wiederkomme und meine Hardware liegt noch da und da sind keine Kratzspuren dran und nichts und die ist nicht aufgebrochen oder zerbröselt, dann kann ich eher annehmen, dass der Schlüssel da drin wahrscheinlich noch nicht kopiert worden ist, als wenn ich wiederkomme und mein Smartphone liegt im nahezu gleichen Winkel noch dort. Ein anderer Punkt ist halt auch in Bezug auf den Schlüssel, halt der, was ich halt preceded und seedbar irgendwo nenne. Das heißt, ob ich das Schlüsselmaterial, da kommen wir wieder zu den Kriterien von Anfang, ob ich das Schlüsselmaterial halt selber aufbringen kann oder ob es irgendwie aufgebracht worden ist. Das heißt, diese klassischen Einmalpasswort-Token, die haben halt aufgebrachtes Schlüsselmaterial. Da hat der Hersteller irgendwann mal sich lustige Schlüssel ausgedacht und dann da drauf gebracht. Ich kriege eine Datei und kriege die halt angeliefert. Und irgendwie 3 Jahre später schreibt mir halt RSA, ja, die Schlüssel, die wir Ihnen geliefert haben, die wissen wahrscheinlich noch andere Leute, hier haben sie mal neue Keys. Oder ich habe halt diesen NPA, wo ich ja vorhin aus dem Publikum gelernt habe, dass ja der Schlüssel sowieso extern erzeugt worden ist. Schöner ist es natürlich, wenn ich selber mein Schlüsselmaterial erzeuge. Das heißt, unter der eigenen Kontrolle habe, das kann ich halt mit dem Smartphone machen. Oder es gibt auch Hardware, das ist dann für mich persönlich so das Nonplusultra. Es gibt halt dann Hardware, wo ich sagen kann, damit erzeuge ich das Schlüsselmaterial. Genau. So. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ei gemacht habe, aber bevor ich jetzt hier ein bisschen weitergehe, nehmen wir uns mal das Ei zur Brust. Es ging ja darum, dass es auch ein bisschen geplatzt ist. Es ging ja darum irgendwie, dass die Frage also ist, wer weiß noch, worum es ging, wegen des Eis? Hatte ich das verraten? Die Henne war da oder das Ei? Ja, das ist oft auch eine Frage bei der Software. Nein, es ging im Prinzip darum, wie schlank Software ist, wie viel Zeilen Code die hat, wie agil die ist. Ja, wie verkrustet und monolithisch die Software ist. So, und jetzt habe ich hier 2 Stück Software. Ich habe hier eine Software, die Hardware. Ich habe hier ein Ei, das ist roh. Das ist jetzt ganz aufregend. Und ich habe ein Ei, das ist gekocht. So, also das eine ist heiß, das andere ist kalt. Wer glaubt denn, also was glaubt ihr denn? Bin fast nicht gleich groß. Was glaubt ihr denn, ob die verkrustete Software
schneller ist oder ob die rohe Software, also ob das gekochte Ei schneller ist oder das rohe Ei. So, habt ihr schon irgendwie Wetten abzugeben? Das gekochte ist schneller. Das gekochte ist schneller? Das gehärtete. Wer? Wo? Ja, gekochte ist schneller. Ah ja, ich merke schon. Jetzt. Ich muss gleich nochmal einen neuen Kaffee aufsetzen. So. Jetzt ist es natürlich ein bisschen aufregend, weil hier ist so ein großer Abgrund. So, ich habe also hier, das ist quasi die Startlinie. So, ich habe da mal was vorbereitet. So, das gekochte Ei ist schneller. Wieso sollte das gekochte Ei schneller sein? Das ist eine sehr gute Argumentationslinie. Das ist sogar die richtige Argumentationslinie. So. Also, Scheiße. Ich habe hier vorne ist das rohe Ei, das eventuell hier auf den Boden fällt. Und hier hinten ist das gekochte Ei. Ja, seid ihr bereit? Ah, Scheiße! Welches war das gekochte Ei? Ah, das gesprungene. Also das ist das rohe Ei und das ist das gekochte Ei, ja? So, und wie wir halt sehen quasi, wer misst, also wir müssen jetzt hier also eine Messreihe machen, müssen den Messfehler irgendwie auswerten und so, tut mir echt leid, aber Fakt ist, ich muss dich enttäuschen, das rohe Ei ist schneller. Nicht dieses rohe Ei, aber prinzipiell ist das rohe Ei schneller, weil halt wegen der trägen Masse, das gekochte Ei ist halt innen hart, das heißt im Prinzip, das ganze Eiweiß, was hart ist, muss in Rotation versetzt werden, Trägheit der Masse. Das rohe Ei ist halt innen roh. Das heißt, wenn das Ei anfängt zu rollen, muss nicht das ganze flüssige Eiweiß innen drin in Rotation versetzt werden. Und deswegen ist eigentlich das rohe Ei schneller. Aber hier ist noch ein Kaffee. Entschuldigung. So viel zum Ei. Naja, gut, dann zurück zum... Okay, wer will ein Ei? Ich habe beides im Angebot, roh und gekocht. Okay. Wir haben gesehen, Biometrie ist doof. Auch hier Eier sind auch doof. Wir nehmen also Besitzfaktoren. Und im Untertitel stand ja auch irgendwo das Wort Privacy Idea. Wer kennt Privacy Idea? Wenige. Privacy Idea ist ein Fork von einer anderen Software. Wer kennt LinOTP? Ein wenig mehr, das ist okay. Da handelt es sich halt prinzipiell um ein System, mit dem ich halt solche Besitzfaktoren verwalten kann. Das heißt, ich habe hier ein Privacy-ID-System, das ist eine Web-Applikation, die auf irgendeinem Server läuft und kann Benutzer anbinden. Irgendwo existieren meine Benutzer in der Benutzerdatenbank, welcher Art auch immer, das kann irgendwie die SQL-Datenbank sein von meinem Webstore, das kann irgendwie mein LDAP sein oder das kann mein, ich sage das böse Wort, Microsoft Active Directory sein oder wie auch immer. Und da ziehe ich halt meine Benutzer raus. Und dann kann ich hingehen und kann diesen Benutzern verschiedene Authentisierungsobjekte zuordnen. Das heißt, jetzt habe ich im Prinzip eine zentrale Stelle, wo ich meine Authentisierungsobjekte den Benutzern zugeordnet habe und jetzt kann ich die halt verwenden, um die Benutzer zu authentifizieren. Das mache ich jetzt, indem ich halt verschiedene Applikationen gegen das System irgendwo konfigurieren kann. Das kann halt irgendwo mein lokaler Desktop sein, das kann irgendwie mein Portal sein. Ich habe also, wie gesagt, irgendeinen Webshop, ich habe irgendwie so ein Content-Management-System, was auch immer halt im Web, oder ich habe ein Kundenportal. Da kann ich also im Prinzip das gegen konfigurieren. Ich habe ein System, von dem ich nicht weiß, was es ist. Das war, glaube ich, mal ein irgendwie wie heißt denn das? Groupware, genau, Groupware. Ich habe meine Firewall, das ist oftmals auch irgendwo so das Einsatzgebiet, da ich sage, ich habe einen Remote-Zugang und möchte also einen Remote-Zugang irgendwo absichern, weil gerade, klar, Geschichte, wir sitzen im ICE oder wir sind im Café und wir erinnern uns an die Folie mit diesen Ferngläsern und
Kameras. Und dann will ich vielleicht irgendwo sagen, okay, wenn die Leute irgendwo unterwegs sind, wo sie sich nicht in meinem kontrollierten Firmenumfeld befinden, will ich halt den Zugang absichern. Oder ich habe eine Serverfarm, weil das Privacy-ID neben klassischen OTP-Token halt noch andere Authentisierungsobjekte unterstützt, wie zum Beispiel SSH-Keys. Ja? Das heißt, ich kann zentral hier alle SSH-Keys verwalten und kann dann damit sicherstellen, wie sich die Leute dann irgendwie auf der Serverfarm anmelden. Ja, wenn wir uns nochmal irgendwie an das Alles Meins irgendwie so erinnern, können wir nochmal gucken, was wir mit Privacy-ID irgendwo erreichen können. Ja? Es ist tatsächlich so, dass andere kommerzielle Hersteller heutzutage hingehen und sagen, also die halt lange am Markt sind, was Zwei-Faktor-Authentisierung betrifft, die halt tatsächlich hingehen und sagen, hey, ich biete das einfach gehostet an. Das heißt, ich erzähle dem Kunden einfach, hier, du willst Remote-Zugang zu deinem Firmennetz. Das ist aber total unsicher, wenn du das nur mit Username machst, Passwort machst. Also nimm einen zweiten Faktor dazu. Ja, und dann kannst du einfach deine Firewall so konfigurieren, dass sie also hier unseren Online-Dienst fragt, ob dieser zweite Faktor, den dein Mitarbeiter eingibt, stimmt oder nicht. Das heißt, du brauchst bei dir gar nichts zu installieren. Und das heißt, was den Zugriff deiner Mitarbeiter auf dein Netzwerk betrifft, kannst du dich also ganz entspannt auf unsere Aussage verlassen. Wer findet das eine gute Idee? Jetzt wäre noch die Möglichkeit, einen Kaffee zu kriegen. Ja, Frage? Ja. Man darf das nicht unterschätzen, weil so sich das genau aufzubauen und sozusagen zu pflegen und zu warten, da braucht man ein gewisses Know-how. Ja. Wenn ich das nicht habe, ist es ziemlich günstig, so einen Dienst in Anspruch zu nehmen, als gar nichts zu machen. Genau. Also der. Man darf sich nicht nur lustig darüber machen, dass das alles gut gegeben ist. Ja, es ist zu wichtig, selber zu betreiben. Aber wollte gar nichts machen und nur Genau. Also für den Stream oder das Video, der Einwand war, also dass das durchaus eine gute Idee sein kann, weil natürlich irgendwie entsprechende Systeme lokal bei sich selber aufzubauen und zu betreiben mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und dann natürlich irgendwelche Unternehmen, die dieses Know-how nicht haben oder die finanziellen Mittel nicht haben, Moment, das ist Open Source, die finanziellen Mittel nicht haben oder halt nicht die finanziellen Mittel, sich das Know-how einzukaufen, im Zweifel auf so einen Online-Dienst zurückgreifen können und dann vielleicht doch ein bisschen besser gestellt sind, als wenn sie nur einen Faktor verwenden. Ja, stimmt prinzipiell natürlich auch. Das ist die gleiche Geschichte wie mit Smartphones. Prinzipiell schimpfe ich auch immer gerne auf Smartphones, dass sie total Dreck sind und dass das irgendwie, dass die mehr Rechenpower haben als irgendwie der Computer meiner Kinder und dass man irgendwie denen alles anvertraut und hast du nicht gesehen, ja. Aber auch hier gilt natürlich das Gleiche. Wenn ich sage, ich nehme so ein Smartphone als zweiten Faktor, habe ich natürlich ein bisschen was getan. Aber wie das oft so bei der IT-Security ist, irgendwie muss man sich auch bewusst sein, wie viel man wirklich getan hat. Oder wie hoch man die Latte mit der Einführung der jeweiligen Lösung gelegt hat. Also ob man wie viel Aufwand es da ist, drüber zu springen. Aber, ja, danke für den gültigen Einwand. Dafür gibt es keinen Kaffee. So, mit Privacy ID kann ich prinzipiell auch irgendwo Schlüsselmaterial erzeugen. Das heißt, es gibt da verschiedene Hardware-Geräte, die halt Privacy ID unterstützt, womit ich halt Schlüsselmaterial, wo ich Schlüsselmaterial selber erzeugen kann. Das ist, ach, da könnt ihr auch nochmal am Stand vorbeikommen, da haben wir so eine kleine Vitrine, da sind die zu sehen. Das ist also so der Klassiker, der YubiKey, den wahrscheinlich hier jeder kennt. Die haben hervorragendes Marketing betrieben. Das sind verschiedene Token von Aladdin, von Gemalto, früher SafeNet, früher Aladdin. Das sind auch irgendwie andere Token, also zum Beispiel diese Helfer-Token, die hier verteilt worden sind, die kann man tatsächlich auch initialisieren, um sie mit Privacy-ID zu verwenden. Die funktionieren dann ähnlich wie so ein YubiKey. Prinzipiell werden in Privacy-ID auch offene Algorithmen verwendet, weil sie sonst ein bisschen schwierig wären zu implementieren. Und es natürlich irgendwie so uncool ist, wenn man sagt, hey, ich unterschreibe dir ein NDA, damit du mir dein
Closed-Source-Algorithmus verrätst, dann wird es in Open-Source implementiert und finde den Fehler. Okay. Das Ganze hat eine ziemlich durchdachte REST-API und die auch irgendwie als solche funktioniert. Dokumentierte Workflow und ist auch 100% Open Source. Interessant, um mal wieder hier irgendwie auf die Eier zu blicken, ist, es ist implementiert in Flask. Wer kennt Flask? Oh, ist gut, gell? Oh, egal. Also so ein kleines Python-Framework und hat irgendwie integrierte Authentisierung, Privacy IDEA und kann im Prinzip verhältnismäßig schlank laufen, also mit einem SQLite drunter. Ich könnte, wenn ich will, auch den integrierten Server davon von Flask nehmen oder ich kann es halt irgendwo in einem Nginx oder einem Apache als Webservice laufen lassen. Da sitzt dann eine Web-UI drauf, die in Angular und in Bootstrap irgendwie verfasst worden ist. Und so kommt das ganze System auf irgendwie überschaubare, mit Minix konkurrenzfähige 13.000 Zeilen Code. Es waren früher mal mehr, es waren mal irgendwie 30.000 Zeilen Code oder so. Mit der Migration nach Flask irgendwie hat das geklappt, dass das irgendwie ziemlich ausgeschlankt worden ist. Somit hat man also irgendwie ein sehr schlankes, wenig verkrustetes, agiles, rohes Ei, womit man eigentlich was gut skaliert, womit man sich halt gut, was in kleinen Umgebungen funktioniert, wo man schnell reinschauen kann. Also wenn jemand interessiert ist irgendwo, ich gucke mir das mal irgendwie an, ich gucke mir den Code mal an, ich muss da irgendwie was erweitern, ja. Da brauche ich also nur 13.000 Zeilen Code zu lesen. Nein, da brauche ich erstmal gucken, was ich an welcher Stelle erweitern will und da brauche ich also nicht 13.000 zu lesen, aber ich immer noch überschaubar. Ja, und diese rohen Ei-Eigenschaften, diese Dynamiken sind dann tatsächlich auch irgendwie so, die verschiedenen Releases sind dann ziemlich schnell irgendwie passiert. Und da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Im März gab es die Version 2.1 und da wurde eine Idee implementiert, die schon so ein bisschen älter war, nämlich das Ganze irgendwie an LUKS anzubinden. Ich nehme an, dass LUKS jeder kennt. Wer kennt LUKS nicht? Das ist wahrscheinlich gelogen. Das ist im Prinzip das System, womit man die Festplatte unter Linux verschlüsseln kann. Und die Idee ist also irgendwo, hey, wie kriegt man irgendwie zwei Faktoren in diese Bootphase von meinem Linux-System rein. Ja. Und das heißt, nach ein bisschen Denken war es irgendwie halt möglich, okay, dann nimmt man halt einen YubiKey. Der YubiKey, der hat so einen Challenge-Response-Modus. Ich weiß nicht, ob ich hier so rumbrumme. Der YubiKey, der hat so einen Challenge-Response-Modus. Das heißt, wenn ich da irgendwelche Informationen reinschicke, dann verarbeitet der YubiKey die mit dem geheimen Schlüssel, der drauf ist, und gibt mir einen Response zurück. LUKS ist leider so ein bisschen rigide, ist also eher so ein gekochtes Ei. Und das unterstützt halt nur diese Slot-Geschichten, also diese Slots, wo ich irgendwie Passphrases rein tun kann. Also war die Idee, okay, ich gehe hin und sage, ich habe ein Wissen, ein Passwort, was ich eingebe, das wird als Challenge in YubiKey reingeschickt und dann kommt halt ein Response zurück, der anhand des geheimen Schlüssels auf dem YubiKey berechnet worden ist. Und dieser Response, der zurückkommt, ist halt dann eine Passphrase von einem Slot. Klar, man kann jetzt hier argumentieren, ja, der Response, der zurückkommt, der ist immer statisch. Im Prinzip kann ich mir den ausdrucken und irgendwie eintippen und so weiter und so fort. Stimmt natürlich, aber prinzipiell habe ich schon mal irgendwo die User Experience und auch die Experience für den Beobachter. Okay, der kann sein Notebook nur booten, wenn er ein Passwort eingibt und wenn gleichzeitig der YubiKey steckt.
Das kann ich mit Privacy Idea verwalten. Da kann ich also sagen, Privacy Idea kann auch Maschinenquellen lesen. Das heißt, ich kann sagen, hey, wo stehen denn die Informationen, was für Computer in meinem Netzwerk sind? Das heißt, ich kann diese Informationen auslesen und dann sehe ich die Computer, die in meinem Netzwerk sind. Und dann kann ich diesen Computern zum Beispiel einen YubiKey zuordnen und kann sagen, okay, und dieser YubiKey darf diesen Computer per LOKS booten. Das heißt, ich verknüpfe da eine Maschine mit einem Applikationstypus LOKS mit einem Token. Dann geht das Notebook irgendwo hin, da brauche ich natürlich eine entsprechende Client-Software, eine Client-Komponente, die fragt dann irgendwann mal das Privacy-ID, ja, was hast du denn für Informationen für mich? Und dann sagt Privacy-ID halt, hey, du bist das Notebook, alles klar, dieser YubiKey hier soll dich booten dürfen. Dann sagt die Client-Komponente, okay, alles klar, dann zack, 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 gib mir mal den Response und dann fülle ich halt einen LOKS-Slot damit. So. Ja, das steht da so im Wesentlichen. Und fortan kann ich also ab 10. März dann diesen Jahres mein Notebook mit 2-Faktoren booten. Ja, diese Idee, irgendwie Maschinen auszulesen und mit Applikationstypen irgendwo Token dran zu hängen, war also ganz nett. Da kann man noch irgendwie andere Sachen mitmachen. Da kann man zum Beispiel dann ab April in der Version 2.2 Offline-OTP mitmachen. Das heißt, hier kann ich wieder sagen, okay, ich gucke mir meine Maschinen an, ich nehme diese Maschine, sage, okay, hier habe ich einen Token, so Stand heute sind das HOTP-Token, also das sind ereignisbasierte Einmalpasswort-Token und kann sagen, so, dieser Einmalpasswort-Token soll, oder mit diesem Einmalpasswort-Token soll sich dieser Benutzer auf diesem Notebook offline anmelden dürfen. Was dann passiert ist, auf dem Notebook läuft sowieso ein PAM-Modul, mit dem man sich prinzipiell gegen Privacy-ID authentisieren kann. Das heißt, der Benutzer, ganz normal, geht an sein Notebook, gibt seinen Usernamen ein, gibt ein Wissen ein, ein Passwort, was er weiß, und hat seinen YubiKey, drückt auf den Knopf und zack, dann wird das Einmalpasswort da reingepastet und er ist angemeldet. Soweit, so gut, das funktioniert, also wenn mein Notebook online ist oder das funktioniert auch für irgendwie meine Server, die halt im Rack stehen und wo halt irgendwo das Privacy ID irgendwie am Switch nebendran hängt. Funktioniert wunderbar. Jetzt ist da der Mitarbeiter, der halt irgendwo an seinem Notebook sitzt und ich habe hier diese coole Sache da konfiguriert im Privacy ID. Das heißt, der Mitarbeiter geht hin zu seinem Notebook, gibt einen Usernamen ein, sein Passwort ein, drückt auf den Knopf für seinen YubiKey für den OTP-Wert. Und dann wird das OTP reingepastet, die Information geht ans Privacy ID, das Privacy ID sagt, ah, der User hat die und die Token, ach ja, Moment, der Token erzeugt genau diesen OTP-Wert, alles klar, der User darf rein. Der sagt aber noch, ach, Moment, hier, da ist ja auch noch für genau diese Maschine im Prinzip definiert, dass dieser Token, mit dem der sich gerade angemeldet hat, auch offline machen können soll. Das heißt, was Privacy ID in dem Moment noch macht, ist zu sagen, ja, wenn der offline machen soll, dann muss der sich in Zukunft, wenn ich nicht mehr bin, irgendwie anmelden können. Also geht Privacy ID hin und nimmt, sagt einfach mal, ja, puh, ich kenne ja den Token, ich berechne einfach mal so einen Schwung OTP-Werte. Dann berechnet das so einen Schwung OTP-Werte, nimmt den Passwort-Hash und hasht das nochmal alles zusammen schön. Es sollte nicht zu viel sein, weil dann ist das eine Weile am Rechnen. Und schickt dann zum Beispiel so 100, eine Liste an 100 Hashes irgendwie an den Client zurück. Der Client hier, das PAM-Modul, sagt, oh, super, ich habe hier eine Liste an Hashes gekriegt, die schreibe ich mal gleich in meine lokale Datenbank. Also habe ich so eine, irgendwie neben dem PAM-Modul liegt noch so eine kleine SQLite-Datenbank und top, da wird das dann reingepackt. Mit der Information, zu welchem User die gehören und so weiter und so fort. So, jetzt geht dieser Mitarbeiter, weil er irgendwie Geld verdienen soll und irgendwelche Eierkocher verkaufen soll, geht er also los, fährt zum Kunden, sitzt im ICE und will sich halt anmelden an seinem Notebook. Und dann passiert halt das Folgende, dass er seinen Usernamen eingibt,
sein Passwort und sein YubiKey aus der Tasche zieht und reinsteckt, auf den Knopf drückt. Jetzt sagt das PAM-Modul, ja, dann will sich der User so und so anmelden. Da gucke ich mal schnell in meiner lokalen SQLite-Datenbank. Oh, ich habe ja Hashes für diesen User. Und dann geht's halt hin und sagt halt, okay, was hat er da eingegeben? Ich fange an, das halt irgendwas, was er da eingegeben hat, irgendwie zu hashen, zu verwursten und so. Und guckt halt dann, ob das mit dem, was halt irgendwo in der SQLite-Datenbank steht, irgendwie zusammenpasst. Irgendwie im Entferntesten. Und sagt, ah, okay, hier gefunden. Dritter Eintrag, kann ich weglöschen. Und dann ist der User drin. Was halt dann passiert ist, mit der Zeit werden natürlich diese vorgehaltenen OTP-Werte lokal immer weniger. Und irgendwann muss der gute Mensch natürlich mal wieder nach Hause kommen zum Mutterschiff und irgendwie sich dort anmelden. Fragen, Kritiken, Anregungen? Ja. Somit ist also seit April mit der Version 2.2 auch irgendwo eine Offline-Anmeldung möglich. Im Mai kam es dann so, dass ich mal mit irgendjemandem gesprochen hatte, der sagte, ja, wir müssen hier Zertifikate verteilen an die Studenten und so. Ja, wie keine Smartcards. Nee, nur Zertifikate. Es gibt also tatsächlich auch Anwendungsfälle, dass einfach nur Zertifikate gebraucht werden und nicht gleich ein Zertifikat auf einer Smartcard. Deswegen wurde Privacy ID halt auch noch erweitert, dass man Konnektoren haben kann, die halt Zertifizierungsstellen fragen. Das heißt, ich kann halt hier hingehen und sagen, hey, diesem Benutzer möchte ich an dieser Zertifizierungsstelle da hinten noch ein Zertifikat ausstellen. Und sodass ich hier also dann tatsächlich sagen kann, hey, ich habe jetzt an meinem Benutzer alle möglichen Informationen hängen. Der Benutzer, der hat OTP-Token. Der hat an seinen OTP-Token noch Maschinen hängen, mit denen der irgendwas machen kann. Dann hat er irgendwie SSH-Keys, das habe ich vorhin kurz erwähnt, gell? Also SSH-Public-Keys, mit denen der sich auf irgendwelche Servern anmelden kann. Ach, und der hat auch noch irgendwie ein paar User-Zertifikate da rumgammeln. Das heißt, die Idee ist hier einfach im Privacy-ID alles das zu bündeln, was irgendwo als identitätsstiftendes Merkmal oder als Authentisierungsobjekt von einem User benutzt werden kann. Ja, im Juni, was? 2.4, Version 2.4, musste ich mich dann belehren lassen und habe mit einem alten Glaubenssatz gebrochen, weil Privacy ID eigentlich immer lesend auf irgendwelche Benutzerquellen zugegriffen hat. Was natürlich auch irgendwie ganz sinnig war, weil, hey, wenn ich im Unternehmenseinsatz, ja, da gibt es die Leute, die machen da irgendwie das Benutzerverzeichnis und die lassen sich nicht gerne reinreden, also liest man das Benutzerverzeichnis nur aus und sagt so, und an die Benutzer hänge ich jetzt die Authentisierungsobjekte dran. So, dann gab es aber im Prinzip der gleiche Einwand, wie da oben gewesen war, naja, die Welt ist immer nicht nur grün oder so. Halt auch den Punkt, naja, das ist ja schön, aber es gibt halt auch etwas kleinere Szenarien, wo es mir vielleicht zu aufwendig ist, einerseits das Benutzerverzeichnis zu pflegen und andererseits die Authentisierung zu pflegen. Oder es gibt Szenarien, wo der Security-Administrator sagt, ja, wir haben hier irgendwie so ein LDAP oder so ein Active Directory. Ah, das sind die Microsoft AD-Jungs. Ah, das ist immer schwierig, mit denen zu reden. Hier, ich bin hier für die DMZ zuständig und ich will hier jetzt das eigentlich einführen und ja. Deswegen, okay, ja, dann ermöglichen wir halt jetzt auch, in Benutzerquellen reinzuschreiben. Das heißt, Privacy ID ermöglicht, wenn ich die Verbindung zu einer Benutzerquelle definiere, wenn ich also sage, hey, in dieser SQL-Datenbank oder in diesem LDAP, da liegen meine Benutzer, kann ich aus dem Privacy ID Interface sagen, hey, und jetzt möchte ich da mal einen neuen Benutzer anlegen. Okay, zurzeit ist das nur für SQL implementiert, aber da kann ich im Prinzip hingehen und kann sagen, ich setze einen Haken, diese Verbindung zur Benutzerquelle, zu der SQL-Datenbank ist eine beschreibbare. Und dann kann ich in meinem User-Listing kann ich sagen, so, und jetzt will ich einen neuen Benutzer anlegen oder ich kann einen Benutzer editieren und dann wird er also in meiner SQL-Datenbank entsprechend modifiziert. Damit erreiche ich halt jetzt
dass ich ziemlich simpel auch kleinere Installationen handhaben kann. Das heißt, die kleinste Installation, die ich mir im Prinzip hier vorstellen kann, ist, ich lege dann eine Datei an, SQLite-Datenbank, schmeiße das Privacy-ID davor und in dieser SQLite-Datenbank halte ich meine Token, halte ich meine User, ist alles drin, ist irgendwie schlank. Gut. Im Juli gab es dann irgendwie Statistiken und PIN-Händler. Das heißt, es gibt so Szenarien, wo ich irgendwie an eine große Benutzermenge irgendwo Authentisierungsdevices, YubiKeys, verteilen möchte. Zum Beispiel, wenn hier an der Uni neue Studenten kommen, die will ich irgendwie bestücken. Und dann ist halt die Frage, okay, wie kriegen die ihr initiales Passwort, ihr initiale PIN? In der Version, ab Version 2.5 gibt es also die Möglichkeit, da gibt es einen Hook, im Prinzip einen PIN-Händler, anzuschließen. Das heißt, wenn ich einen Token ausrolle und der Token eine zufällige PIN-Passwort, also den Wissensanteil kriegt, kann ich sagen, okay, jetzt kann ich noch definieren, was soll denn mit diesem Passwort passieren? Also sprich, das kann ich per Mail verschicken, wenn ich leichtsinnig bin. Oder ich gebe es halt irgendwie intern an die Hausdruckerei, weil die sowieso im Prinzip die ganzen Willkommensschreiben für den neuen Mitarbeiter oder den neuen Student druckt. Dann sage ich hier, zack, irgendwie Workflow definiert. Hier kriegst du noch irgendwie die PIN. Wird ein schöner Willkommensbrief gedruckt mit der PIN drauf. Die Statistiken sind so eine erste Implementierung, wo man so ein paar Grafiken sieht, wo man dann sehen kann irgendwie, wer hat sich in der letzten Woche oder im letzten Monat wie oft fehlerhaft angemeldet, weil vielleicht muss ich dann nochmal hingehen und nochmal ein bisschen Schulung betreiben. Hey, ich habe gesehen, im letzten Monat hattest du 258 fehlgeschlagene Login-Versuche. Hast du irgendwie ein Problem? Weißt du nicht, wie du das handeln musst? Müssen wir da nochmal miteinander drüber reden? Nein. Ist da vielleicht ein Hacker am Werk? Keine Ahnung. Also diese Statistik soll halt irgendwo so die Idee haben, so ein bisschen, bisschen Trends irgendwie aufzuzeigen. Und naja, da werden wir mal sehen, wo die Reise irgendwo hingeht. Es gibt halt irgendwie jetzt 5, 6 fest eingebundene Statistiken. Da ist natürlich noch vorstellbar, dass man das alles irgendwie ein bisschen flexibler gestaltet, damit man dann irgendwann vielleicht auch geile Management-Reports oder was auch immer machen kann. Ja. Jo, nochmal kurz rekapituliert. Ich hoffe, ich konnte irgendwo zeigen, dass Privacy ID irgendwie mit der Struktur und mit der Codezeilenanzahl, dass es irgendwie schlank ist, dass ich es aufgrund der Flexibilität irgendwie sehr, sehr weitreichend einsetzen kann. Ihr glaubt mir hoffentlich, dass es ein hohes Ei ist und sich schnell bewegt. Und ja, es hat halt eine schöne REST-API, die halt sehr restisch ist und komplett dokumentiert ist. Die ganzen Authentisierungs-Devices basieren eigentlich auf Standard-Algorithmen. Es ist Open Source, zusammen mit der übersichtlichen Code-Struktur oder auch mit der guten Trennung von verschiedenen Code-Layern, also von der Datenbankschicht, von der Bibliotheksschicht und von der API-Schicht, die auch komplett gegeneinander abgetrennt sind und jeweils eigenständig funktionierende Unit-Tests irgendwo haben. Damit, glaube ich, hat man da eine ziemlich flache Lernkurve, wenn man sich das System also mal anschauen will oder auch mal reinschauen möchte. Es ist bei GitHub gehostet, man kann sich das da also irgendwie mal durchbrowsen. Wie gesagt, auch mit den modifizierbaren Usern ist es halt nicht nur für große Installationen geeignet, sondern auch für kleine Installationen, also für Wohngemeinschaften oder was auch immer. Ich habe, was mir halt sehr wichtig ist, was hoffe ich irgendwie zu Anfang, irgendwie klar geworden ist, habe ich Kontrolle über mein eigenes Tun und Handeln. Ich habe Kontrolle über meine Schlüsselmaterial. Und damit habe ich schlussendlich dann hoffentlich auch irgendwo wieder die zuverlässige und vertrauensvolle Kontrolle über meine Accounts und meine Daten hergestellt.
Fragen soweit? Hier ist eine Frage. Gute Frage. Die Kerze ist dafür, weil ich jetzt mal annehme und hoffe, ich habe sie zu spät angezündet. Ich hoffe, dass der Funke übergesprungen ist und ihr sagt, hey, ja, schön, eine erleuchtende Idee und ja, ihr seid entzündet, ihr geht raus in die Welt und gebt das Licht weiter. Vielleicht geht ihr auch einfach raus in die Frostcon und sagt, boah, jetzt ist mal gerade 11 Uhr, Tag ist, hat eigentlich noch gar nicht richtig begonnen. Und was natürlich schade wäre, wäre, wenn dann die Kerze einfach wieder erlischt. Aber sie geht ja leicht wieder an. Gesehen? Bekannt? Wieso ist die Kerze wieder angegangen? Ja, Wachsdampf, genau. Also im Prinzip Wachsdampf drin. Ja, perfekt, dafür gibt es auch wieder keinen kalten Kaffee. Also, wenn ihr also im Laufe des Tages irgendwie was vergessen habt, ja, dann muss ich mal kurz darauf hinweisen, dass es heute am späteren Nachmittag um 16 Uhr auch einen Workshop gibt, wo man das im Prinzip selber ausprobieren kann, wo man YubiKey kriegt und sagen kann, oh, jetzt spiele ich mal ein bisschen rum. Wenn man irgendwie am besten im Optimalfall irgendwie eine Virtual Box dabei habt. Ihr habt eine Virtual Box, ich habe ein Image. Und dann kann man also auch eine kurzzeitig erloschene Kerze wieder leicht zum Brennen bringen. Ansonsten so die Überlegung, wie geht es weiter? Es gibt da irgendwo so einen neuen Token-Typ, der im Prinzip so ein Challenge-Response-Token ist für so diese grässlichen Smartphones. Der aber anders als irgendwie der Okra-Token mit asymmetrischem Schlüsselmaterial arbeitet, wo ich also einen privaten Schlüssel auf meinem Smartphone habe. Und dann ist halt irgendwie nochmal so geguckt, okay, was macht man im Hinblick auf Single Sign-On? Ja, Privacy Idea ist irgendwie zu finden, das ist auf GitHub zu finden. Es gibt natürlich eine Projektwebseite, die Dokumentation wird geschrieben, teilweise selbst erzeugt, also API-Dokumentation. Die ganze Dokumentation ist bei Read the Docs zu finden. Es gibt auf Launchpad Pakete für Ubuntu und irgendwie so eine Google-Gruppe, wo man so Sachen fragen und beantworten kann. Und wie gesagt, so zum Schluss nochmal darauf hingewiesen, 10.17 Uhr, heute Nachmittag. Und jetzt habe ich noch anderthalb Minuten für was auch immer. Ja. Nee. Aber ich schlage vor, einfach sitzen bleiben. Ja. Also ob U2F unterstützt wird. Die Frage aus dem Publikum war, U2F ist aber auch Cloud-based. Also meine völlig nicht maßgebliche Antwort darauf ist, meines Wissens nicht. Es ist natürlich dafür da, um mich an Cloud-Diensten anzumelden. Aber die Authentisierung an sich ist, die geht halt gegen die Cloud-Dienste. Also die Frage ist halt, was du unter Cloud verstehst. Ansonsten Vorschlag, einfach sitzen bleiben. Für den nächsten Vortrag. Ist geplant, die Offline-Authentifizierung noch irgendwie auszubauen, dass die dauert? Die Planung geht immer so quasi, je nachdem, wie die Leute irgendwie da reagieren. Und wenn natürlich irgendwo so und so viele Leute sind, die das aktiv nutzen und entsprechend kommunizieren und entsprechendes Feedback geben, dann kann man das natürlich gerne machen. Aber Luft nach oben ist da auf jeden Fall. Okay, ich bin zu, ja. Ich habe noch zwei Fragen als Anmelden. Welche grafischen Anmelde-Manager und Wiki? Das wäre nicht ganz klar. Das ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage, die ich hier gerne verschieben möchte. Prinzipiell funktioniert es über PAM und dann ist halt die Frage, wie jeweils der entsprechende Anmeldedialog da irgendwie mit PAM kommunizieren kann oder nicht. Ich möchte jetzt einfach mal für eure Aufmerksamkeit danken, weil ich eigentlich zu spät bin, weil irgendwie danach auch noch jemand was erzählen möchte. Und wenn irgendwo noch Fragen existieren, könnt ihr einfach in die Mensa kommen, da ist ein Stand, einfach weiterfragen oder heute Nachmittag zum Workshop. Vielen Dank!